Let's rise up, wait the sun go out and see what's going on. Yeah, shake the cobwebs off, get your butt up. Cause you've been fast asleep, daydreaming, turning the other cheek. Now the time has come to go out and strut your stuff. The future's looking bright. Illuminate the darkness, shine your light. Leave yesterday behind. Pour yourself some coffee, go and grind. Good morning, me. Yeah, it's time to wake up, go out and change the world. Good morning, me. Yeah, jump on up out of bed, cause it's your turn. Oh, hoppala. Oh. Na? Alles für euch. Damit sie beschäftigt sind. Mädels, was ich euch mitgebracht habe. Ja. Opala. Mann. Ja. Meerschweinchenhaltung ist nicht unbedingt das Einfachste. Aber ihr haltet mich gesund und fit. Und das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Und schon gar nicht mit Zeit. Ich mache, was ich kann für euch. Und ich hoffe natürlich all meine Zuschauer auch. Stimmt's? Abwechslung ist das A und O. Ach, hallo, ich grüße euch. Ja, ich wurde wie so oft immer gefragt, wie kann ich meine Meerschweinchen beschäftigen? Holt einfach mal einen großen Zweig. Bei uns haben die Nachbarn die Korkenzieherweide runtergeschnitten. Ich habe ja hier nicht mehr viel und habe ich gefragt, ob ich hier ein paar große Zweige haben kann. Na klar, wir sind froh, dass wir einen Grünschnitt los sind. Die haben dadurch Beschäftigung, die haben dadurch Nahrung und sowas könnt ihr halt auch machen. Ihr müsst ja nicht so einen Riesenzweig. Der ganz große kommt übrigens auch in die Voliere und die kleineren kommen hier zu den Mädels. Aber man kann auch einfach mal so ein Zweig in der Größenordnung zum Beispiel einfach im Auslauf mit hinlegen, über die Häuser legen. Man kann den Zweig auch einfach über das Gehege legen und schon hängen da ein paar Blätter rein. Vielleicht kommen sie oben an die Rinde, denn die Rinde ist sehr beliebt bei der, von der Korkenzieherweide. Auch wenn sie jetzt unbedingt die Blätter nicht unbedingt fressen, aber sie schnuppern dran, sie haben dadurch Reize. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so einfach, die Meerschweinchen glücklich zu machen. Ja? Das nochmal zur Beschäftigung. Oder man kann sich auch jetzt nochmal einen schönen Buchenzweig holen. Es sind noch viele bunte Blätter dran. Und wenn man dann einen so einen großen Zweig mal so über die Häuser oder über kleine Verstecke legt, im Auslaufbereich, in der Innenhaltung zum Beispiel oder in der Außenhaltung, einfach dazwischen stecken. Und sie müssen da nicht unbedingt komplett ran können, weil dann strecken sie sich, bewegen sich, haben andere Reize. So einfach kann Beschäftigung für Meerschweinchen sein, weil bei denen geht es meistens nur ums Fressen. So viel zur Beschäftigung. Aber ich habe noch was, und zwar für das Futter im Herbst. Seid ihr alle draußen, trotz des gruseligen Novemberwetters. Oh. Ja, das wollte ich euch auch noch sagen. Euer Bildschirm ist nicht kaputt und euer PC oder Handy oder Fernsehen, wo auch immer ihr mir meine Videos schaut. Es ist nichts kaputt, es ist nicht zu dunkel. Nein, es liegt am Wetter. Wir haben richtiges Novemberwetter. Es ist grau, neblig, nass. Aber die Natur erholt sich jetzt nochmal so richtig vom Sommer
Viele Regionen hatten ja zu wenig Wasser, was wir nun dieses Jahr überhaupt nicht sagen konnten. Wir hatten ja wirklich viel. Und was gibt es jetzt? Es gibt im Überfluss Wiese. Es wächst wirklich alles nochmal, alles. Also wir haben wirklich Schafgarbe, wir haben wilde Möhre, Spitzwegerich, Breitwegerich, verschiedene Gräser, Klee, Löwenzahn, alles ist da. Und jeden Tag, wo wir jetzt noch solches Futter sammeln können, sollten wir es auch tun. Das ist wirklich das gesündeste Futter, was es gibt. Ich weiß, auch da wiederhole ich mich immer wieder, aber oft gerät es in Vergessenheit und man greift im Supermarkt einfach zu Salaten, Karotten, rote Beete gibt es jetzt immer im Angebot und ja, aber glaubt mir, das ist wirklich das Gesündeste. Vieles Gemüse, was es gibt, hat viel zu viel Zucker. Der Salat ist gar nicht so fasernreich. Zum Beispiel wusstet ihr überhaupt, dass Eisbergsalat und Gurke, wenn das viel gefüttert wird, kann der Stuhlgang bei dem Meerschweinchen oft breiig werden. Und das ist nicht gut. Also der Stuhlgang wird zu flüssig, weil der Wassergehalt in dem Salat viel zu hoch ist vom Eisbergsalat. Ich füttere auch Eisbergsalat, aber immer dazu. Nicht nur. Und nur Gurke ist auch nicht das richtige Futter. Glaubt's mir. Das richtige Futter, das wissen wir alle, ist Wiese, kann nicht jeder sammeln. Deshalb sollte man jetzt auch an Kohl denken. Ich habe gehört, meine Meerschweinchen fressen kein Kohl. Dazu möchte ich euch nämlich jetzt noch was sagen zum Kohl. Ja? Und euch schmeckt es hier im Hintergrund, oder? Schön nass bin ich, aber das ist halt Meerschweinchenhaltung. Meerschweinchenhaltung ist nicht bequem, auch Innenhaltung ist nicht bequem, sei denn, man macht nicht viel, sei denn, man beschäftigt sie nicht und sei denn, man füttert sie nur aus dem Supermarkt. Dann ist Meerschweinchenhaltung bequem, aber ist das wirklich gesund? Ich weiß, es geht manchmal nicht anders, aber wenn man am Wochenende die Zeit hat zum Shoppen, warum kann man dann nicht am Wochenende auch irgendwo noch hinfahren, wo man einen großen Zweig mal stippitzen kann? Einfach mal einschaut, ob nicht irgendwas abgebrochen ist und da einen tollen Zweig mitnimmt und da vielleicht noch ein paar Gräser sammelt. Oder das ist Meerschweinchenhaltung. Na klar, es ist kalt, aber wenn man dann zurückkommt und dem Meerschweinchen das gestaltet und sie mit dem gesunden Futter füttert und dann in einen heißen Tee dazu oder vielleicht spät am Abend schon einen schönen Glühwein dazu, das macht Spaß, das macht uns glücklich. Dadurch bleiben wir gesund, die Meerschweinchen gesund und glaubt mir, es spart einen Haufen Geld. So, jetzt aber noch zum Kohl. Ja, jetzt gleich zum Kohl. Ich habe jetzt mal im Hintergrund noch ein paar Bilder von meinem Gehege. Und zwar habe ich das mittlere Gehege noch umgestaltet. Ich wollte euch aber nicht drei Filme in Folge mit Gestaltung belästigen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lasse die Bilder jetzt im Hintergrund laufen. Und der eine und andere kann ja noch mal schauen, was ich da gemacht habe. Fast alles mit Naturmaterialien. Und die Meerschweinchen fühlen sich wohl. Das ist natürlich auch Abwechslung. Abwechslung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Ich habe ihnen immer mal ein bisschen was umgestaltet. Und ihr wisst ja, ich habe viel mit diesen Holzschnitzeln gearbeitet, weil die mussten ja auch verarbeitet werden. So, jetzt aber endlich zum Kohl. Ja, ich habe gehört, meine Meerschweinchen mögen keinen Kohl. Ja, kann sein, dass man jetzt vielleicht darauf zurückgreift, auf Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl. Der ist ja ganz oft im Angebot. Den können die Meerschweinchen fressen. Sie mögen ihn aber gar nicht so sehr. Ich fütter es im Winter auch dazu, weil es halt ein Gemüse ist, was einfach in die Jahreszeit gehört, was viel Vitamine hat. Es ist fasernreicher als Salat. Und ja, aber wie gesagt, Weißkohl und Rotkohl ist gar nicht so beliebt. Aber es gibt zum Beispiel den Chinakohl. Der Chinakohl ist schon wieder etwas beliebter und ist auch sehr blättrig, es ist fasernreich und der wird schon ganz gerne gefuttert. Dann gibt es natürlich Brokkoli. Also, wenn ihr ein Meerschweinchen habt, was kein Brokkoli gerne futtert, das schickt bei mir vorbei. Ich kann es fast nicht glauben. Also, Brokkoli auch. Nicht zu vergessen den Wirsingkohl. Ich sage immer, der Wirsingkohl ist der Löwenzahn im Winter. Das ist wirklich ein gesundes Gemüse für die Meerschweinchen im Winter. Wirsingkohl ist wirklich auch sehr, sehr beliebt bei den Meerschweinchen. Spitzkohl ist zum Beispiel beliebter als Weißkohl. Auch mittlerweile bei uns Menschen. Der Spitzkohl wird wirklich auch sehr, sehr gerne gefressen.
aber nicht ganz so gerne wie Brokkoli und Wirsingkohl. Und dann haben wir natürlich den Blumenkohl. Meistens ist es bei uns so, bei uns gibt es den Blumenkohl zum Mittagessen, die Meerschweinchen bekommen das drumherum und ich knapse ein paar Röschen ab und dann bekommen sie den Blumenkohl. Und Blumenkohlblätter sind wirklich sehr beliebt, Kohlrabiblätter übrigens auch. Aber natürlich, wenn sie das liegen lassen, ist das auch oft ein Zeichen, dass sie einfach zu viel davon haben. Ja, die wissen auch manchmal ganz gut, wie viel sie davon vertragen. Und mein absoluter Favorit ist jetzt in dieser Jahreszeit, nicht nur für mich selbst, ich mag es auch sehr. Und zwar den Grünkohl. Grünkohl gibt es saisonbedingt bei uns nur kurze Zeit. Also jetzt über Weihnachten im Januar gibt es nachher noch, also jetzt fängt es an bis über die Weihnachtszeit im Januar noch. Ich glaube, dann ist es meistens vorbei. Er ist nicht ganz günstig, aber das ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil das ist eigentlich ein super geiles Futter für unsere Meerschweinchen. Und das lieben wirklich alle. Und übrigens, ich mag auch Grünkohl mit Kassler. Lecker. Habt ihr Hunger? Dann macht es am Wochenende. Kauft Grünkohl, kauft zwei Tüten. Eine für eure Meerschweinchen und eine für euch. Also, das ist natürlich Kohl. Kohl ist nicht nur Weißkraut und Rotkraut, sondern diese ganzen Kohlsorten. Und es gibt bestimmt noch tausende mehr. Tausende vielleicht nicht, ein bisschen übertrieben. Was ich vielleicht noch mache, ich füttere nicht nur Kohl. Das ist vielleicht auch entscheidend. Also ich tue den jetzt nicht heute nur in Wirsingkohl hin. Das würde ich niemals machen. Ich gebe Kohl immer dazu. Also ich habe ja, heute gibt es ja tolle Wiese. Und dann gibt es noch ein bisschen Grünkohl dazu, vielleicht noch ein bisschen Brokkoli, je nachdem, was auch weg muss. Im Supermarkt ist es ganz oft so, dass es Freitag oder Samstag Kohl im Angebot gibt, weil sie einfach zu viel gekauft haben. Manche Blätter schon welk sind, das stört die Meerschweinchen nicht, wenn das ein bisschen welk ist vom Blumenkohl drumherum. Glaubt es mir. Es ist günstig, es spart Geld. Und ja, aber wie gesagt, ich würde niemals nur Kohl füttern. Ich mache es meistens so, wenn ich jetzt wirklich nur Konserve füttere, also ein paar Mohrrüben in Scheiben schnippeln, dann kommen verschiedene Salate, dann kommt ja, Paprika nicht zu vergessen, das füttere ich natürlich wegen dem Vitamin-C-Gehalt. Und dann kommt immer ein oder zwei Sorten Kohl mit dazu in die Schale. Und das wird ihnen gereicht. Also heute zum Beispiel werde ich eben Wiese geben und ein bisschen Kohl dazu. Und glaubt mir, das lieben alle Meerschweinchen. So gewöhnen wir sie an Kohl und dann vertragen sie auch ganz gut. Was gefährlich ist, und ich glaube, deswegen hat man auch immer diesen Mythos, dass Kohl so giftig ist. Was heißt giftig? Dass er bläht. Man darf nie Kohl und Trockenfutter füttern. Ja? Wenn man dann noch Trockenfutter hat in Pelletsform, das kann auch getreidefrei sein. Es bläht auf und wenn man dann Kohl dazu gibt, Kohl bläht dann etwas, dann kann es zu diesen schweren Koliken kommen, Aufgasungen. Das kann dann gefährlich werden. Aber ansonsten ist Kohl einfach ein gesundes Gemüse für unsere Meerschweinchen, für uns Menschen in dieser Jahreszeit, weil es einfach auch in diese Jahreszeit passt. So, jetzt genug zum Kohl. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten: Liebe Grüße. Euer Frank, der Kohlkopf. Ciao. Jo, ihr kriegt jetzt Kohl.